Breaking News zu Escape from Tarkov. Und zwar hat Nikita wieder einen neuen Post auf Reddit gepostet. Und ja, was die letzten Tage passiert ist, werden wir nie vergessen. Das war sehr enttäuschend für die Fans, aber nichtsdestotrotz konnten wir Nikita irgendwie umstimmen tatsächlich. Und er hat sich natürlich im Reddit-Post entschuldigt und sich auch an die Fans entschuldigt, was alles passiert ist. Aber ich lese mal vor, was alles kommen wird in der Zukunft. Als erstes wird der PvE-Modus umsonst für alle EOD-Players rauskommen, und zwar in Wellen. Nicht alle direkt, sondern erstmal in Wellen, aber es wird umsonst für alle Spieler kommen, die EOD besitzen. Es werden nicht alle direkt reingelassen, sondern es werden in Wellen die Leute reingelassen, also wie in Arena. Das Krasse ist, jetzt aufpassen, das Krasse ist, es kommt ein Mod-Support für Escape from Tarkov, aber nur für den PvE-Modus. Aber das ist krank, das ist sehr gut. Die Mod-Community bei Escape from Tarkov ist krass. Ich auch selber habe mir SPT runtergeladen und muss sagen, das ist einfach nur genial. Ich freue mich auf die Mods für den PvE-Modus, das wird sehr geil. So, kommen wir nochmal kurz zur Unhurt Edition. Die wird nicht entfernt, die wird weiterhin da bleiben. Es werden die Perks und die Items gebalanced. Das wird noch ein bisschen angepasst. Man kann es aber immer noch kaufen, um die Entwickler zu unterstützen. Ich weiß, was in den letzten Tagen passiert ist, ist krass. Aber wenn ihr trotzdem das Spiel liebt und die Entwickler unterstützen wollt, kann man sich die Edition kaufen. Ist gerade im Angebot für 50% weniger für EOD-Player. So, und es gab ja auch diese EOD-Perks, wo Nikita meinte, es gibt Matchmaking, wie soll ich es nennen, dass du schneller in Matchmaking reinkommst. Das werden die auch nochmal anpassen. Und ja, er meinte noch zum Schluss, wir werden weiterhin an Patches und New Content und Events arbeiten, auch nach dem Spiel, egal was ist. Aber das Beste ist halt einfach Mod-Support für PvE-Modus, das ist einfach genial. So, das war's auch schon mit der News. Tschüss.